herzlich willkommen zum allerersten Infovideo von King Pharma 1989. Dieses Mal mit zwei Informationen. Die unwichtigere zuerst, die aber auch ganz interessant sein dürfte, wer es noch nicht gemerkt hat, ich habe eine Homepage. Die kann man einfach im Kanal rechts über Projektinformationen erreichen. Da kommt man dann auf eine schöne Übersicht, weil ich das recht viel übersichtlicher finde, als die ganzen Videos durchzuklicken. Da habe ich also alle Projekte, die nicht abgebrochen sind, komplett verlinkt. Das ist dann ganz einfach zu handhaben. Habt ihr eine schöne Übersicht und auch noch eine Erklärung für diejenigen, die eben nicht wissen, ob sie das Projekt schauen wollen oder nicht und keine Lust haben nachzugucken, sondern lieber lesen. Zum anderen, ein neues Projekt ist geplant, nämlich das Projekt Minecraft Story. Das ist eine Art, dauerhaftes Let's Show. Also es ist kein Let's Play. Ich werde da nichts selbst bauen in diesem Video dann. Ich werde nur eine Art Mini-Story kreieren und dazu quasi was Gebautes präsentieren. Das könnt ihr euch da mal anschauen. Das wird nämlich jetzt immer, wenn ich einen Part habe, sonntags neben dem Sonntags-Let's Play hochgeladen. Das Ganze wird auch nicht irgendwie 15 Minuten dauern, sondern das sind halt so kleine 3 bis 5 Minuten Videos oder sogar noch weniger, je nachdem wie viel Story ich mir habe einfallen lassen und wie viel ich dazu auch noch gebaut habe. Das Ganze wird so ein bisschen im Tagebuch-Style sein von einem, der sich irgendwo angesiedelt hat. Aber das werdet ihr dann schon merken. Es wird erstmal keine individuelle Bestimmung geben. Ich hatte vor, da was einzubauen, was euch die Möglichkeit gibt, abzustimmen. Wenn es mehrere Leute gucken, das also dementsprechend Views hat, kann ich das ja im weiteren Verlauf der Story einbauen. Am Anfang macht es ja doch wenig Sinn, weil ich ja noch relativ wenig Viewer habe und ich auch noch nicht weiß, wie viele von euch das gucken wollen. Ja, das sollte dann tatsächlich alles sein. Dann haben wir es schon wieder. Dann wünsche ich noch abschließend ein frohes neues Jahr, denn wir haben heute den 3.1. und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!